Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein ernstes Thema, Kokzidiose bei den Jungvögeln. Aber erstmal gebe ich euch einen kurzen Überblick über meine Zucht. Wie im letzten Video schon gesagt, so fast 30 Jungvögel, die ich momentan auf der Stange habe. Die letzten vier Hennen sitzen momentan auf noch so circa 10 Eier. Das heißt, bei 6 Paaren, wenn alles klappt, mehr oder weniger, bin ich dann am Ende so bei meinen 35 Vögeln. Darüber bin ich froh, für mehr hätte ich auch wirklich keinen Platz mehr. Jetzt aber zum Thema Kokzidiose bei Jungvögeln. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe im Nest fast keine Verluste gehabt. Konnte man wirklich mit einer Hand abzählen und das ist dann eben auch normal. Aber ich habe das Problem, dass ich momentan immer mehr Jungvögel habe, die plötzlich dick sind, die an zumindest bei 3 von 4, und ich habe momentan, hätte ich mir das nie vorstellen können, ich habe 4 Vögel in 4 Krankenkäfige gleichzeitig, glaube ich, es sind Kokzidiose. Und warum passiert das? Wann passiert das? Eigentlich passiert das, wenn man die Vögel zu schnell von den Eltern absetzt. Das ist jetzt was, was ich gar nicht mache. Das heißt, bei mir sind sie mindestens 30 Tage bei den Eltern. Tendenziell eher sogar mehr. Hier links oben, die sind jetzt schon bei 35 Tagen drin. Aber die Eltern haben jetzt auch nicht angefangen, irgendwie ein neues Nest zu bauen. Deswegen stört es auch nicht, wenn die da zusammen mit den Eltern drin sind. Und was ich außerdem beobachtet habe, dass es oftmals bei den Jungvögeln die stärksten erwischt. Weil die ersten sind, die eben an den Futterdruck gehen, die anderen verjagen und sich dann eben vollfressen. An der Stelle vielleicht zu viel Grünfutter, zu viel Keimfutter fressen und gleichzeitig aber noch nicht keine ausgewogene Diät haben. Das bedeutet, sie fressen per se nicht genügend Samen, beziehungsweise der Schnabel ist noch nicht stark genug, die kompletten Körner zu knacken. Das heißt, sie fokussieren sich sehr, sehr stark auf dieses Weichfutter, was dann eben zur Kokzidiose führt. Ihr kennt ja mein Video zur Kokzidiose, wenn nicht, schaut euch das unbedingt an, dann wisst ihr, wie ihr das behandeln könnt. Wenn es euch nicht vorgeschlagen wird, klickt unten auf meinen Kanal. Dort unter Videos findet ihr alle meine Videos und verpasst auch zukünftig keins mehr, wenn ihr unten meinen Kanal abonniert. Dann kriegt ihr nämlich von YouTube meine Videos immer wieder vorgeschlagen, wenn neue kommen. Dann, ja, ganz besonders Kokzidiose. Bei den Vögeln, die schon länger aus dem Nest waren, konnte ich die, oder ausgeflogen waren, konnte ich die behandeln. Ich hatte jetzt aber bei meinem letzten den Fall, dass er wirklich 28 Tage alt ist. Also bei 28 Tagen bin ich mir eben sicher, dass er noch nicht das volle Futterprogramm essen kann. Er kann noch nicht alle Körner knacken und wurde eigentlich noch von den Eltern gefüttert. Gleichzeitig ist er krank. Und ich wusste nicht, was ich machen soll, da ja die ganzen Themen Keimfutter und Grünfutter und Weichfutter zu größtenteils eher nicht so gut sind bei Kokzidiose, da sie sehr Vitamin B-haltig sind. Da habe ich überlegt und natürlich auch überlegt, was ich falsch mache, dass ich so viele Jungvögel habe, die an Kokzidiose erkranken, und habe mich dann zurückerinnert an die Zeit vor 1-2 Jahren. Und damals habe ich eben auch stärker den Couscous in das Aufzuchtfutter gemischt. Der Couscous zeichnet sich eben vor allem dadurch aus, dass er im Wasser aufgeht, sonst aber bis auf Kohlenhydrate nicht so sehr viele Bestandteile hat, die erwähnenswert sind. Ja, also man hat ja einen großen Teil Kohlenhydrate, man hat einen kleinen Teil Protein, und sonst nicht viel mehr. Den habe ich eigentlich Stück für Stück weggelassen, weil aus meiner Sicht aufgrund der Bestandteile nicht so viel Mehrwert bringt, hat keine Vitamine und sonst auch sehr wenig, bis auf die Kohlenhydrate. Es wurde jetzt aber spannend, da ich nicht wusste, was gebe ich denn diesem Jungvogel mit 28 Tagen, der eigentlich noch keine Körner knacken kann, gegen Kokzidien behandelt werden sollte und gleichzeitig aber kein Vitamin B bekommen sollte. Und da ist mir das Couscous in den Kopf gekommen. Damit habe ich ihn jetzt in der Mischung mit ganz normalem Körnerfutter gefüttert in der Zeit, wo er die Kur gemacht hat, und er hat die Kur wirklich super verstanden. Allgemein habe ich es jetzt so gemacht, dass ich einen hohen Anteil an Couscous auch in mein Aufzuchtfutter packe. Vor allem bei den Vögeln, die eben frisch aus dem Nest ausgeflogen sind,
dass sie eben insgesamt bei allem, was sie fressen, weniger von diesem Grünzeug bekommen, nicht gezwungen sind, das Grünzeug zu fressen, nur weil sie die ganzen Körner noch nicht knacken können in der Masse. Das bedeutet, ich habe jetzt einen Anteil, ja, je nachdem, von 30%, ja, bis 30-50% an Couscous, reduziere dadurch die mögliche maximale Menge an Grünfutter, an Keimfutter, an beispielsweise auch Extrusionsfutter oder halbreife Samen, die sie zu sich nehmen können. Gebe ihnen stattdessen Couscous, das können sie essen, das macht satt. Es gibt ihnen für den Tag Energie, reduziert eben den Anteil an Vitamin B, der es eben dann auch zu Kokzidien führen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Like, klickt unten auf Abonnieren, ich freue mich über jeden Abonnenten. Und solltet ihr die ein oder andere Idee haben, Kokzidien bei Jungvögeln, die aus dem Nest raus sind, zu vermeiden, meldet euch gern. Ich hoffe, dass durch diese Futterumstellung, die ich vorgenommen habe, der Anteil an kokzidienhabenden Vögeln bei mir wirklich reduziert wird. Es war wirklich auffällig viel jetzt in den letzten Monaten. Und ja, bedanke mich, dass ihr diesmal dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.